Der Herr sprach zu Salomo: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und unterscheiden, was gut und was böse ist. Worte aus dem ersten Buch der Könige, die uns heute durch den Tag begleiten. Es klingt wie im Märchen. Da kommt eine Fee und sagt: Du hast einen Wunsch frei oder zwei oder drei, und dann fängt man an zu überlegen, was kann ich mir wohl wünschen. Salomo, er weiß, was er sich wünscht. Ein gutes Herz, ein gehorsames Herz und Verstand. Er will die Aufgaben, die ihm gestellt sind, in seinem Leben gut erfüllen. Und was er dafür braucht, das ist das Herz und der Verstand, beides an Gott orientiert. Wie ist das mit unseren Wünschen, die wir Gott sagen, mit unseren Gebeten? Jesus sagt: Alles, was ihr bittet, wenn ihr vertraut, so wird es euch gegeben. Und manche von uns denken dann: Oh prima, ich wünsche mir ein neues Fahrrad. Oder die Erwachsenen wünschen sich Gesundheit für einen geliebten Menschen. Oder dass etwas nicht eintritt, was sie befürchten. Wir haben viele Wünsche, die wir Gott im Gebet sagen. Aber es ist eben nicht wie bei einer Fee, der man einen beliebigen Wunsch sagt und peng, dann passiert es. Wenn wir beten, dann passiert davor etwas. Dann passiert im Gebet und im Vorfeld des Gebetes, dass wir uns verändern. Wir richten uns an Gott. Das heißt zum einen, wir begreifen, wir Menschen können ohne Gottes Hilfe nichts tun. Und wir lassen uns auf Gottes Weg ein. Wenn wir beten, dann verändert Gott zuallererst uns selbst. Die Wünsche, die wir im Gebet sagen, das sind dann eben keine neuen Fahrräder, sondern es ist die Hoffnung, dass Gott uns begleitet, dass Gott auch Menschen behütet, die uns am Herzen liegen und auch die Menschen annimmt, die uns das Leben schwer machen. Das Gebet, es verändert zuallererst uns selbst. Und wenn nicht eintritt, worum wir gebeten haben, dann liegt das nicht daran, dass unser Glaube zu schwach war. Es liegt nicht daran, dass wir vielleicht die Bitten falsch formuliert haben, sondern es liegt daran, dass Gottes Pläne für uns andere sind, als wir es uns wünschen. Als Jesus im Garten Gethsemane ist, da betet er: Gott, lass, wenn es sein darf, diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er nimmt dann aber sein Schicksal aus Gottes Hand an. Wenn wir beten, dann nehmen wir unser Schicksal getröstet und hoffnungsvoll an und begreifen, Gott geht mit uns die schönen und die schweren Wege. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich und Freude leuchte über deinen Wegen. Der Herr segne dich und behüte dich, in seine Hände kannst du alles legen.
dich und behüte dich. Er ging für dich den Weg, der Liebe heißt. Der Herr segne dich und behüte dich.